Platz 1 gegen Platz 2 der Welt. Ah, ich bin auch Klon, nein. Hey Leute, in wenigen Sekunden startet das neue Doppel-Elixier-Turnier in Clash Royale. Das heißt, alle Spieler auf der gesamten Welt werden mitspielen und wir wollen heute in die Top 10 der Welt oder auch höher. Mal schauen, wie es laufen wird und am besten erstmal die Top 50 natürlich. Ich bin sehr gespannt. Zuletzt lief es in die Turnier nicht mehr ganz so gut. Wir sehen hier schon meine Deckwahl. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil es hier schon gleich losgeht. Wir haben ein Lava- und Klon-Deck, ist ein bisschen hässlich. Nachteil ist, es ist sehr riskant. Vorteil ist, es ist sehr offensiv. Man kann schnell die drei Kronen holen. Ich würde sagen, wir legen los. Das Deck habe ich zuletzt auch im E-Sports gesehen von Jona. Das ist ein bekannter E-Sports-Spieler, der auch schon aus Deutschland, der auch schon auf Platz 1 der Welt gefinisht hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Wird ein langes Video werden. Ich hoffe, ich verkacke es nicht. Mal schauen. Let's go. Das Ding ist halt, bei diesem Deck, es gibt halt sehr, sehr viele krasse Matchups, bei denen ihr komplett gewinnt. Es gibt halt auch die Matchups, bei denen ihr dann halt auch nahezu keine Chance habt. Ich hoffe halt darauf natürlich, dass wir natürlich eher so insgesamt die guten Matchups haben. Sieht eigentlich schon beim ersten Match gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben nämlich jetzt hier direkt den ersten größeren Push. Können hier das Skarmi setzen. Und wir sehen eben schon ganz gut den Vorteil von unserem Deck. So, wir versuchen jetzt hier die Hexe natürlich nach vorne zu knocken, dass die schon mal weg ist. Zack. Das wäre ganz wichtig. Die muss auf jeden Fall sterben, so schnell es geht. Die Minions müssen auch sterben. Genau, jetzt können wir gleich eigentlich den nächsten Holzfäller direkt reinbringen. Und das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Die Flugmaschine ist dran und das sollte der erste Turm sein. Gibt es sogar schon auf eventuell? Ich glaube noch nicht, oder? Ich gehe einfach mal rein, ich versuche es einfach mal. Ich glaube, gibt auf. Ich glaube, gibt auf, ja. Okay, ja, das meine ich halt, ne? Das allererste Match. Wir sind innerhalb von einer Minute auf den drei Kronen und genau so kann es heute eventuell laufen. Also die letzten Turniere waren halt immer so, ich weiß nicht, dass ich halt irgendwie am Ende immer diesen einen entscheidenden Fehler gemacht habe. Ich habe jetzt zuletzt wieder ein bisschen mehr geübt, ein bisschen mehr gespielt. Bin auch vielleicht besser eingespielt dadurch, aber ob es besser klappen wird, werden wir heute... Oh mein Gott, ja. Gut, das ist natürlich jetzt wieder der Nachteil, ne, wenn wir so schnell gewinnen, dass wir also auch direkt gute Gegner abbekommen. Der ist einfach aus... Ich weiß nicht, ob es ein echter Clan ist, aber ich meine, ich denke, die meisten von euch kennen den Clan. Einfach Munich Warriors. Das ist so der beste Clan aus Deutschland gewesen lange Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob die immer noch der beste Clan sind. Also früher waren sie der beste Clan auf jeden Fall, mit Abstand. Okay, was soll das jetzt werden? Okay, bringen wir die Flying Machine so, dass sie die Valkyrie, genau, absnipe. Ich dachte schon kurz, die macht Arbeitsverweigerung, die Flugmaschine, aber hat sie zum Glück nicht. Sehr gut. Dann bringen wir jetzt hier einen Babydrachen rein, bringen jetzt hier noch Bats nach. Das sieht ganz gut aus, genau. Ist der Feuerball draußen, das heißt, wir können jetzt gleich einen sehr, sehr guten Klon zu überbringen. Macht das natürlich Angst, extrem stark jetzt hier, aber ich glaube, er hat jetzt halt nicht so viel gegen Luft, hoffe ich einfach mal. Genau, wir sehen es hier. Also vor allem kleine Spam-Truppen, dadurch kann er halt eigentlich nicht so viel machen. Er wird gleich den nächsten Feuerball reinbringen, aber bis dahin haben wir auch den nächsten Babydrachen wieder und können einfach weiter rein spammen. Und wir sehen eben schon, wie unglaublich hässlich dieses Deck übrigens auch ist. Aber es ist halt auf jeden Fall, ja, sehr wirksam. Man sieht es hier auf jeden Fall auch ganz gut, glaube ich, was das Deck so anrichten kann. Wir können jetzt hier einfach mal den nächsten Lava-Hund reinschieben und warten erstmal ab. Ja, das geht eigentlich in Ordnung. Ich würde sagen, das ignorieren wir sogar, gehen jetzt einfach auf Offensive mal ausnahmsweise. Das kann natürlich einen sehr guten Feuerball gleich wieder bringen. Wir müssen ja aufpassen. Ich glaube mal hier. Der Kloner vielleicht ist auch nicht so smart, aber das Ding ist, er hat glaube ich auch nichts gegen die Bats, oder? Aber jetzt muss ich echt... Okay, ich glaube, es war jetzt echt nicht so schlau. Der wird nämlich jetzt einen Turm holen. Und es war jetzt nicht gerade der schlauste Tower Trade. Okay, jetzt muss ich echt aufpassen, egal. Bring jetzt den nächsten Lava und nach hinten. Das war überhaupt nicht schlau. Ich wollte jetzt halt zu gierig auf die drei Kronen gehen. Das sollte ich glaube ich eher lassen. Okay, das soll langsam in Ordnung gehen. Dann können wir jetzt eigentlich sowas machen. Einen kleinen Sheet bringen. Den Turm sollten wir hoffentlich... Angst, der Babytrag geht halt auch da. Und das ist halt eher das Problem. Okay, jetzt müssen wir halt echt aufpassen, was wir jetzt machen, genau. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein guter Feuerball von ihm wieder. Oh, das war ganz, ganz schlecht, das war wichtig. Jetzt können wir halt Bats nachschieben. Und jetzt gibt es einfach den nächsten Lava. Und ich glaube, es hat halt ein Riesenproblem. Er hat halt vor allem zu wenig gegen Luft, das ist halt der große Vorteil für uns. Jetzt gibt es halt den Wahnsinnsklon und jetzt haben wir ihn eigentlich, ja. Okay, ich glaube jetzt halt. Also, wenn wir ihn jetzt nicht haben, weiß ich auch nicht. Ja, kann nichts machen. Da kottet er auch echt gut weg. Auch die Mauerbrecher werden jetzt nichts bringen und das ist der 3-Kronen-Sieg. Nichts zu machen für den Gegner. Aber das Ding ist halt, genau solche Matchups können wir halt auch gegen uns kassieren. Das heißt, keine Ahnung, Poison Tornado zum Beispiel wäre jetzt gegen Klonzimmer, glaube ich, ziemlich angenehm. Mal schauen. Wir sind aktuell schon auf Höhe der Top 50, also es könnte relativ schnell tatsächlich schon noch ganz oben gehen. Ja, mal schauen. Okay, jetzt hier der nächste Gegner. Sieht eigentlich relativ machbar aus. Ich meine, also er ist in Gold, sein Clan ist in der Goldliga, das meine ich halt. Mal schauen. Okay, Baby trifft nach hinten. An sich ist eigentlich der Push relativ einfach, ne? Wir bringen Lava nach hinten, dann schön Backup rein spammen. Man ignoriert relativ viel bei einem Push. Oh, das ist sehr gut, wenn wir den Feuerball treffen. Wir treffen den Feuerball sehr gut. Man ignoriert den meisten Teil vom Push eigentlich.
und geht halt einfach voll Offensive. Das kann jetzt aber ziemlich hässlich werden tatsächlich. Ich brauche auf jeden Fall noch die Skami. Der darf nicht jumpen, wichtig, danke. Okay, es geht in Ordnung, glaube ich, noch. Ja, es geht noch in Ordnung, gerade so, aber... Okay, Inferno-Drachen, Mega-Ritter, mal je, mein Hals ist auch noch. Mal schauen, was er noch so spielt. Flying Machine schnell, oh je, okay. Aber eigentlich, ich meine, wenn wir die Bats rechtzeitig reinkriegen, sollten wir auch keinen Hit bekommen. Geht das denn für uns ganz gut in Ordnung? Ich muss eigentlich echt sagen, dass sie mir die Feuerwehr kennen, jetzt doch sehr viel Sorgen macht gerade. Das könnte uns tatsächlich große Probleme bereiten, aber mal schauen. Okay, geht es mit dem Holzsolarer, mit dem Babytrachen Klon ist ganz natürlich gleich. Ich treffe den Klon aber leider überhaupt nicht gut. Ich brauche auf jeden Fall einen Feuerball. Oh je, oh je. Okay, zweites Matchup und ich muss halt jetzt wirklich sagen, dass das jetzt extrem schwierig aussieht. Er hat vor allem noch Pfeile. Das gefällt mir halt nicht. Wieso Pfeile einfach? Okay, ich bringe den nächsten Lava nach hinten. Er hat keine Pfeile mehr. Er will den nächsten Inferno-Drachen. Wir müssen diesen Inferno-Drachen vor allem wegkriegen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Was wir jetzt machen können, ist sowas. Oh, allerdings auch Bärs draufgesetzt, das Schlaufen ihm. Das ist so schlau. Der hat uns gut hops genommen, leider, mit der Aktion. Ich kann natürlich jetzt eh versuchen abzusnipen. Der Inferno-Drache wird zumindest abgesniped, das ist wichtig. Die Pfeile kommen ein bisschen zu spät, das war gut für uns. Und wir haben jetzt den nächsten Lava und das könnte jetzt vielleicht die Aktion werden, die wir brauchen. Jetzt kann ich mich klonen. Let's go. Und die Bats bringen auch nicht viel. Jetzt kann ich noch Holz. Ich brauche mein Feuerwerk, glaube ich, auf die Feuerwerk hin. Die muss auf jeden Fall sterben. Wichtig, sehr gut. Und wir sind dran, wir sind dran. Wir haben den Turm, okay. Aber wir haben noch lange nicht gewonnen. Noch lange nicht. Er hat keine Pfeile, hier machen wir sowas. Und klonen gleich einfach wieder. Bin ich sehr gespannt, was er jetzt macht. Puh, jetzt wird es natürlich spannend. Am besten kriegen wir jetzt schon mal den 3-Kronen-Sieg raus, wenn es gut läuft. Ja, wir kriegen ihn noch raus. Oh, das Deck ist halt einfach... Das ist halt einfach eklig, okay. Das ist der nächste 3-Kronen-Sieg. Also wir sehen, der Plan geht besser auf. Wir haben jetzt ungefähr, ja, so 5 Minuten, 6 Minuten gepusht. Und haben bisher nur 3-Kronen-Siege, die auch relativ schnell gingen. Wir sind noch immer nicht in den Top 50. Aber wir sind definitiv dran. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal einen schnellen Sieg holen, langsam könnte es schon mal reichen für die Top 50, hoffe ich. Das Ding ist, die Gegner, gegen die wir spielen, haben halt auch schnelle 3-Kronen-Siege geholt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es so schlau ist, direkt zu spielen. Aber abwarten ist ja auch keine Option eigentlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bringe einfach ein Holz hinter die Brücke mit einer Flying. Das war, glaube ich, dumm. Ich habe keine bessere Idee gehabt. Okay, okay, okay. Interessant. Lässt er so zu? Okay. Dann gehen wir weiter drauf. Komm, bringt ja jetzt nichts. Ich muss jetzt irgendwas machen. Wird halt safe ein Tornado spielen. Das gefällt mir halt nicht. Dann versuchen wir jetzt schon mal den... Oh, sehr gut. Genau, den Tornado rauszubaiten. Der ist jetzt auch draußen. Sehr gut. Wir gehen einfach voll drauf. Komm. Holzfäller klonen. Jetzt sind wir hoffentlich schneller. Das Ding ist, wir können auch gleich einfach eine defensive Skarm hier einsetzen. Machen wir eigentlich auch schon. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Also, das Deck ist so crazy, ey. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt sind wir hoffentlich Top 50. Also, ich habe das Gefühl, wenn wir so weitermachen zumindest, ist heute echt einiges drin. Ich meine, wir haben noch keinen Loot und wir gewinnen halt vor allem sauschnell. Wir sind Platz 9 der Welt. Oh mein Gott. Die Schlüssel, egal, müssen wir umwandeln. Also, die Top 10 der Welt waren schon mal nicht zu viel versprochen. Muss aber wirklich sagen, ich hatte es mir jetzt nicht so vorgestellt. Also, ich hatte eigentlich jetzt schon gedacht, normalerweise brauchen wir schon so ein paar Siege, dass wir das auch schaffen. So kommt es fast ein bisschen geschummelt vor, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber jetzt ist alles drin. Wenn wir jetzt gewinnen, könnten wir, wenn wir jetzt schnell gewinnen vor allem, könnten wir echt einiges rausholen. Mal schauen, mal schauen. Ich habe natürlich jetzt nur ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, was jetzt hier so kommt. Der hat safe E-Drache und so. Oh, okay, der E-Drache ist draußen. Das ist halt sehr gut für uns. Dann können wir jetzt eigentlich sowas direkt machen. Zack. Die Pfeile haben auch nicht ganz getroffen. Ich kann mir direkt den nächsten Babytrachen reinbringen. Und das Ding ist halt vor allem, wir können jetzt hier eine Skami reinbringen. Ihn, glaube ich, richtig ärgern wird. Hoffe ich mal zumindest. So, wir machen jetzt sowas. Dann bringen wir jetzt hier offensiv die nächsten Bats, dann ist ja auch ein bisschen Offensivdruck mehr machen, würde ich sagen. Er hat einen Tornado halt wahrscheinlich, oder? Hat er Tornado? Ich weiß es gar nicht. Mal sehen. Mal sehen. Haben wir noch einen Holzfiller hier? Die Flying Machine ist... Wir haben gewonnen! Hä? Hä? Keine Ahnung. Hä? Das Deck ist total dumm. Oh mein Gott, okay, das war witzig. Wir sind Platz 2 der Welt. Oh, ich dachte schon kurz Platz 1. Wir sind einer von 2 Spielen auf der Welt, der jetzt 5 Siege hat. Aber muss halt ehrlich sein, ich habe mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt, das Turnier, aber ich nehme es mit. Also wenn wir jetzt schnell ein Game finden, dann, boah, dann wäre es genial. Wir haben ein Game, okay. Ich weiß halt jetzt nicht, ob der... Ist das Platz 1 der Welt? Es könnte sein. Platz 1 gegen Platz 2 der Welt. Wir sehen auch die Zuschauerzahlen. Es ist, glaube ich, Platz 1 der Welt, weil er hat mehr als wir auch. Geht einfach rein. Ich bin halt dumm, ich hätte ja schauen sollen, was für ein Deck der spielt. Aber
Ja, dann ist es zumindest nicht so geschummelt. Egal. Ich hätte aber echt nachschauen sollen, eigentlich. Oh, okay, das ist natürlich nicht so geil. Da müssen wir schauen. Selbe Lane ist halt nicht so gut für einen Labern-Spieler. Mal schauen. Das wird schon. Ah, ich will auch Klo, nein! Wir haben guten Feuerball. Das war ein sehr guter Feuerball. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ich schiebe mir so dazwischen einfach. Und ich schiebe mir noch einen offenen Holzfäller dazu, würde ich sagen. Einen offensiven Holzfäller dazu. Es lohnt einfach nochmal. Zack. Ich glaube, es lohnt sich. Oh, wir haben den ersten Turm, weil es aber sehr, sehr offensiv. Aber er muss noch einiges reinsetzen, vor allem. Das stirbt alles. Wir gehen weiter rein, wir gehen weiter rein. Da ist einiges am Start. Flugmaschine noch dazu. BTF, was ist denn cool im Klon bitte für ein Deck? Das gibt's ja gar nicht. Wir haben 7000 Zuschauer. Und wir machen ihn komplett fertig bisher. Wir gehen wieder rein einfach. Er kann nichts machen, glaube ich. Jo, das gibt's doch nicht. Also wenn wir jetzt mit Golem-Klon so Platz 1 werden, dann wäre es ja absolut lächerlich. Ich würde es natürlich fühlen, muss ich sagen, aber ja. Machen wir jetzt so irgendwie. Ich meine, es sind zwei geklonte Lava unterm Turm, die machen ja auch Schaden. Ja, das war's. Keine Chance. Müssen wir noch aufpassen, aber kurz. Bats rein. Müssen wir kurz cyclen einfach. Baby-Treppe rein, dass wir den Klon erstmal aufhalten kurz. Mit so verlieren, dass es richtig muss. Nein. Nein. Ich hab's so verdient. Nein! Bin ich dumm? Er hat zu Recht gelacht. Bin ich dumm? Ich habe noch nie Platz 1 so weggeworfen wie gerade eben. So, wir kommen abschließend noch zu den Bonusbelohnungen. Insgesamt war es ein witziges Turnier, war eigentlich genau das, was ich mir erhofft hatte. Wir hätten sogar Platz 1 der Welt schaffen können, das habe ich halt ein bisschen verkackt. Ist natürlich auch nicht mein Main-Deck, offensichtlich. Ich meine, ich bin zum Glück kein Lava-Klon-Spieler, was auch ein ziemlich nerviges Deck wäre. Aber es war hoffentlich auch gut zum Zuschauen. Ich nehme noch die Riesentruhe hier mit. Und ich glaube, genau wie dieses Video hat es eigentlich ganz gut gelohnt, das Deck zu spielen. Deswegen wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr auch in Zukunft solche Posts nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und wir werden mal versuchen, natürlich richtig im Turnier zu spielen auch, würde ich sagen, die Tage dann. Bis dahin, haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.